Wo wollt's hin? Ich, bis der Kabelende ist. Quatsch. Hier irgendwo, Manni. Wir waren immer bei der Familie. Wir gehen nie zu richtigen Friseurs, nur bei den Frauen. Wir Männer haben immer unter der Familie geschnitten. Früher hat der Vater geschnitten, da hat der Oma geschnitten und das ist die nächste Generation. Ja, der will nicht wirklich, ich glaub. Ach, einfach probieren, wenn der zuppt, ist gut. Du musst doch laufen. Ich hab... Geht doch. Die hört sich echt beschissen an, das Ding hier. Läuft die? Ja, probier mal, komm mal her. Komm mal her, probier mal. Lass mal anfangen. Und weil der Langhaarschneider nicht so richtig will, macht Tommy das Gröbste erstmal mit der Schere. Also wenn ich jetzt Scheiße baue, dann habe ich ab morgen keinen Arbeiter mehr. Also. Doch! So, dann lege ich einfach mal los hinten und. Einfach runterschneiden. Pack und schneid runter. Genau. So, dann setzen wir mal hier an. Mach mal weg mit dem Müll. Wenn ich dir weh tue, nee. Bescheid geben. Bitte. Gar nicht. Solange du Kopf nicht abschneidest, geht dann noch. Erstmal kriege ich mal. Ja, eine Sekunde. Eine Sekunde. Die kannst du dich als Bart anmachen. Nein, gib mal her. Mani. Ja. Schenke ich dir, mein Kleiner. Oh. Bitte schön. Die danke. Du, die kannst du in den Mülleimer schmeißen. Der Schnitt ist getan. Ja. Ich glaube, da sind ein paar schon farblose Haare drin. Ja, graue. Es gibt keine grauen Haare, es gibt nur farblose. Farblos. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie geduldig ist da irgendwie und dann mal ein bisschen schnippschnipp, da mal ein bisschen schnippschnipp. Hab ich keine Lust zu irgendwie. Uwe übernimmt. Ja, was soll man da sagen? Ich habe öfters die Haare geschnitten. Für meinen Vater, für meine Mutti und meine Geschwister, alle für den Günther, für den Manni. Und deswegen musste ich die Frisur noch mal ein bisschen in den Griff kriegen. Das Ergebnis ist super, aber Manni braucht trotzdem seine Pudelmütze. Spiegel her. Oh. Hier sieht der Kopf wieder normal aus. Ah, das ist Manni wieder. Diana, gefällt die Frisur? So, endlich kurze Haare. Mir gefällt es auch, aber die langen Haare waren auch schön. Aber ich habe ja immer meine Pudelmütze.